Willkommen zu einer neuen Folge Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Diesmal an einem wunderschönen Strandmorgen in the Forest in der Version 0.14. Ja, und ich sag mal, es gab wieder einige Änderungen, die sind ziemlich beeindruckend, wenn auch ein bisschen Survival-lastiger. Ja. Ich beginne hier gerade mal mit dem ersten Thema, das wir hier haben. Das ist, wir haben hier eingeführt, neu in the Forest. Das Hunger-, Durst- und Flüssigkeitssystem. Wenn ihr rechts unten guckt, ist hier nicht mehr nur die Anzeige für Energie, Ausdauer und was auch immer das ist und Hunger, sondern jetzt haben wir auch so einen blauen Tropfen, ja, der an blauer Farbe verliert, wenn hier die Körperflüssigkeit zur Neige geht. Ja. Lässt sich natürlich wunderbar auffüllen. Gibt hier mehrere Wege. Ja, um das Ganze aufzufüllen, das sind hier Blaubeeren essen. Ja, die geben aber leider nur wenig Flüssigkeit zurück. Oder wir bauen hier so einen Regenwasserauffangbehälter. Denn das Regenwasser kann nun aufgefangen werden. Ja, und den Auffangbehälter macht man hier mit Stöckchen und einer Schildkröte. Ja, bring hier so eine Schildkröte zu Demonstrationszwecken um. Und dann kann ich die hier nehmen, auch quasi das Fleisch hier ist dann drin, wird zu einem Standardfleisch, einfach ein Stück Fleisch. Was ich nicht im Inventar drin habe, ist jetzt hier der Schildkrötenpanzer, den ich vor mir halte. Ja. Mit der rechten Maustaste kann ich den auch als Schild verwenden und den benötige ich hier, um ein bisschen Regenwasser aufzusammeln, dass ich hier bereits vorbereitet habe für euch. Ne? Ja, gut, aber wie gesagt, kann man nur ablegen und aufheben, mitnehmen den Schildkrötenpanzer und ja, das war's. Verstauen im Inventar ist nicht. Ne? Man kann hier jetzt mit so einem Lippensymbol, sieht man ein bisschen schlecht aktuell gerade. Ne? Ja, das möchte nicht so ganz, wie ich möchte. Hier. So ist das eventuell ein bisschen besser. Ja, gut. Mit der Taste E kann ich dann hier direkt raustrinken. Aber wenn ich sage, nee, gefällt mir nicht, möchte ich mitnehmen, gibt es hier jetzt ein neues Rezept. Ja. Wir gehen ins Inventar und legen uns direkt mal zwei Stück Fell vom, vom Reh drauf. Und ein Seil. Ja, gibt es hier ein Waterskin, das ist jetzt hier der Wasserbeutel oder auch die Wassertasche. Die nehme ich mir direkt raus. Ja, die habe ich jetzt so in der Hand. Kann ich rangehen und dann bekomme ich hier auch so ein Topfsymbol. Mit der Taste C drücke ich drauf. Ja, Wasser ist draußen, benötigt auch ewig lang, bis das wieder gefüllt ist. Also nicht verzagen. Erst wenn das C-Symbol hier wirklich dran ist, kann man das Ganze ordentlich nutzen. Ich gucke jetzt auch ins Inventar, fahre hier drüber. Und hier steht auch Currently Doppelpunkt Clean Water, ja. Es gibt hier zwei Arten von Wasser. Das ist hier das Standardwasser. Das kann man zwar trinken, aber das, was es einem an Flüssigkeit gibt, ja, wird einem mit Energie auch wieder gerade abgezogen. Weil es dann doch nicht so gut zu trinken ist. Darum muss man das Wasser hier auch entweder regenwasserartig vorbereiten. Oder es gibt dann noch eine Variante, die zeige ich euch in Kürze. Wir laufen einfach ein bisschen jetzt hier weiter. Ja, ganz neu ist auch, paar Tiere haben hier Sounds bekommen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auf so ein Eichhörnchen, ja, das Reh, wenn man es prügelt, ja, quietscht. Ja, hier war gerade auch irgendwas. Und das Eichkätzchen hier müsste auch einen Ton von sich geben. Mal gucken, ob wir hier schnell eins finden. Ja, ich denke mal aktuell nicht, vielleicht ein bisschen später. Hier nebelt es auch, das ist unglaublich. Ja, und ich denke, ja, auch der Hase hat hier, hier ist eins. Ja, genau, das sind Eichhörnchen, Eichkätzchen. Das macht hier jetzt so komische Geräusche. Und auch der Hase hat ein paar Sounds bekommen. Ja, und ich zeige euch hier noch eine Neuerung. Die ist ein bisschen komisch. Bevor ich zu der Neuerung aber komme, noch ein Thema.
Bei den Fundamenten werden jetzt automatisch die Böden mit eingezogen. Da muss man nicht mehr extra einen Boden drauf bauen. Ja. Es gibt hier aktuell. Ja, wo haben wir sie? Ich habe das gebaut mit den experimentellen. Nee, mit dem experimentellen Fundament. Drauf einfach eine experimentelle Wand gepappt. Und jetzt haben wir hier neu. Ja. Ein eigenes Dach. Ich muss euch aber auch ganz ehrlich hinzusagen, so ganz habe ich noch nicht kapiert, wie das funktioniert mit dem Dach. Ja. Und dann kann man das hier irgendwie so hoch, ne? Hoch und nieder, ja. Wie gesagt, ich habe hier auf jeden Fall noch nicht ganz herausgefunden, wie das tatsächlich vom Muster her abzulaufen hat. Aber ich habe es dann doch durch Zufall heute noch mal geschafft, hier ein Doppeldach drauf zu pappen. Ja, so richtig wunderbar, wunderschön. War zwar vorne und hinten offen, aber gut. Ja. Sag mal, da könnt ihr ja definitiv, wenn das jemand rausfindet, bitte auf jeden Fall auch bei uns ins Forum schreiben, auf forum.zweifteforest.net. Ja, oder auch gern mitlesen in der Hoffnung. Ja. Du auch. In der Hoffnung, dass das jemand rausfindet. Ja. Auch neu mit dabei ist jetzt hier, dass die Spielfigur wunderbar tauchen kann. Ja, aber nur für einen kurzen Moment. Ihr seht, da ist eine Anzeige. Ja, das geht nicht lange gut. Die Sicht unter Wasser ist, ihr habt das gerade gesehen, ein bisschen verschwommen. Ja, ich denke mal, das Tauchen hat eher eine grobe Funktion, nicht so eine gerade direkte. Ja. Und da gibt es aber Abhilfe hier mit der kurzen Tauchzeit. Ja. Hier neben ist ein Tauchgerät. Ja, einmal angekickert ist das auch dran gepappt an die Spielfigur. Es wird alles ein bisschen heller drumherum. Ihr seht das. Das hat auch so einen grünlichen Schleier. Ja. Und damit lässt sich dann ins Wasser gehen. Ja. Und kann wunderbar lang tauchen. Und auch wunderbar tief drunter gehen. Aber im Endeffekt ist hier die Sicht ein bisschen komisch. Ja. Einfach verschwommen wie üblich. So, ja. Bei uns im Forum gab es dann auch schon direkt die Frage, wie bekomme ich das Tauchgerät wieder runter? Direkt rein ins Inventar hier hinten drin, links oben ist es. Und wenn man hier direkt guckt, steht hier unequip mit der rechten Maustaste, das heißt einmal mit der rechten Maustaste draufgeklickt, raus aus dem Inventar und das ist abgelegt. Ne? Funktioniert auch wunderbar. Ja. Hier haben wir noch eine Neuerung, das ist der Topf. Findet man unter anderem hier. Ich nehme den mit und dann habe ich den hier hinten drin. Ja, das ist der Topf. Und ich zeige euch jetzt mal direkt, wie man hier. So, Steinchen weg. Wie man hier die letzte Variante durchführt, um Trinkwasser zu bekommen. Man kann hier, ich demonstriere das auch mal ganz kurz, in quasi jeden Teich hineingehen. Das dauert ein bisschen, ihr seht. Auch hier bekommt man das Lippensymbol, wenn ich hier jetzt drauf drücke. Ja. Dann ist hier nicht so gut, ne? Ich nehme auch mal Medizin, Futter ein bisschen. Dann geht mein Hunger los, verliere ich auch konstant an Energie. Ich trinke was dazu, um die Ausdauer wieder zu erhöhen. Flüssigkeit habe ich hier parallel dazu auch mit angehoben. Wie gesagt, das ist hier miteinander verbunden und ja, wirkt sich auf die Gesamtgesundheit der Spielfigur aus. Ja. Jetzt stehe ich hier drin. Im kleinen Teich. Ich nehme mir jetzt die Kochschüssel, den Topf raus. Und ich muss hier irgendwo ein bisschen entlanglaufen. So, hier. Dann bekomme ich auch das Symbol für die Taste C. Ja, ich drücke drauf.
Und dann bekomme ich hier so eine gelbliche Suppe, ja, die mir gar nicht gefällt. Und ich habe hier hinten dran, neben dem Anker, denke ich, muss das gewesen sein. Genau, eine Feuerstelle gebaut. Ja. Und ich fackel da jetzt mal direkt dran. Feuerchen. Und ihr seht, da kommt auch das Hühnchensymbol mit der Taste C. Ich papp das dran und dann kocht die Suppe hier. Ne? Ja, bisschen anfackeln. Ich denke mal nicht, dass das direkt was bringt, aber manchmal ist dann doch ganz lustig zugucken, wie das hier so fackelt. Ja. Ja. Und nach einer kurzen Zeit. Oh ja. Ja. So, jetzt ist fertig. Wird das auch hier ganz weiß mit der Suppe. Und ich kann das direkt trinken. Ja. Den Topf kann ich dann auch wieder runternehmen. Der bleibt auch im Inventar drin. Das ist eine wunderbare Sache. Das heißt, über die Wasserflasche kann ich mich bedienen. Aus diesen Regen, ja, Regensammler, Schildkröten, Sammlungsaufbewahrungsbehälter. Ja, da kann ich mir die Wasserflasche anfüllen. Ich kann hier durch Blaubeeren, ja, kann ich hier ein bisschen die Flüssigkeit wieder auffüllen. Und jetzt auch noch mit dem Topf aus den Gewässern. Funktioniert tadellos, ja. Ja, ich zeige euch noch eine kurze Sache. Die experimentellen Wände. Es gibt hier noch eine Kleinigkeit in den Patch Notes, ja. Da gibt es jetzt eine zusätzliche Option, die nennt sich keine Wand. Ich baue hier so ein Teil mal dran. So, und ihr kennt das, dass man hier ein Fensterchen einbauen kann oder eine Tür oder keine Wand. Ja. Ich denke mal, das ist ganz gut, wenn man hier eine Seite offen lassen möchte. Ich werfe das Ding hier wieder weg. Ja. Ja. Ich sag mal einfach keine Wand. Ja. Oh ja. Es gibt hier auch in den Optionen noch eine Neuerung, dass hier Field of View die Sichtbreite. Ja, das heißt, die kann ich mir hier direkt einstellen. Wunderbare Sache. Ist aber, ich sag mal, einfach auf Standard lassen, ist auch in Ordnung. Ich habe gemerkt, wenn ich die hier fast bis an den Anschlag drehe, gibt es hier Bildfehler im rechts oberen Bereich. Ja. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, ich lasse das hier irgendwo in der Mitte dran. Und dann gibt es noch die Option, Overlay-Icons ein- und auszuschalten. Ja. Die Overlay-Icons sind an und für sich die Symbole im Spiel für die Zuhause-Basis und auch die Systeme, sage ich, Symbole, ja, die einem signalisieren, hier ist eine Baustelle, da müsst ihr noch ein bisschen dran pappen an Material. Ja. Das natürlich gibt es hier die Option Show HUD. Kann man einen ausschalten, aber ich denke mal, das bezieht sich hier auf wirklich alles und die Icons beziehen sich tatsächlich nur auf das Häuschen-Symbol und auch das Baustellen-Symbol. Ja. Und ja, die letzte Neuerung ist hier die Stolperdrahtfalle. Ja. Hier habe ich einen, ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Ja. Nicht ganz fertig gebaut. Das ist so eine kleine Falle, wenn die Gegner hier drüber laufen. Da hinten kommt schon einer. Ich knall mir hier ganz flott. Wie ging denn das nochmal? Ja, ich habe hier keine Münzen. Gut, dann bleibt die einfach leer. Ja, hier hinten kommt einer daher. Ich denke mal, den scheuchen wir ein bisschen auf. Ja. Zu Demonstrationszwecken kommt uns der Kollege gerade recht. Ich sag mal, Obacht hier. Ja, jetzt kommt er hier gerade nicht rüber. Ja. So sieht das aus. Und ja.
Teile rollen. Ne? Ist auch eine Neuerung. Bomben sprengen hier nicht nur lebendige Gegner, sondern auch Körper, die rumliegen. Ja. Ja, und ich sag mal, wir haben hier in der letzten Version, ja, haben wir hier die neuen Modi bekommen. Den Vegan Mode hatten wir schon, ohne Gegner, ohne irgendwas. Den Vegetarian Mode ist jetzt komplett neu in der letzten Version gewesen, wo die Gegner nur in der Nacht kommen. Und hier gab's dann doch das eine oder andere, das nicht so ganz aus den Patch Notes hervorgegangen ist. Hat man einen Modus mal gesetzt, muss man den auch zurücksetzen auf den Modus, den man beim nächsten Mal gerne hätte oder aktuell gerade gerne hätte. Ja. Selbst das Spiel zu deinstallieren ist hier ja, ohne Sinn und Zweck bei Neuinstallation. Hat man den Modus wieder drin, den man auch vor der Deinstallation hatte. Das heißt, habe ich jetzt einen Vegan Mode oder einen Vegetarian Mode und ich möchte das Spiel wieder normal haben, einfach den Meat Mode eingeben im Hauptmenü. Ja, ist ein kleines Beispiel. Das heißt, der zuletzt eingestellte Modus bleibt einfach immer. Und ich sag mal, wir haben hier jetzt in The Forest Version 0.14 neu Hunger, Durst und Flüssigkeitssystem. Ja, das hängt alles zusammen. Das heißt, ich habe jetzt Hunger. Und futtere ich jetzt nicht wirklich was, sondern lasse das vergehen, geht auch meine Energie langsam zur Neige. Ja. Und wieder ein Vögelchen. Passend hier zum Abschluss, wie gesagt, auch trinken über Blaubeeren, Wasserflasche aus dem Regenwasser oder aus dem Topf, ja, mit Wasser. Den Schildkrötenpanzer, nachdem man die Schildkröten hier jetzt wirklich umbringen kann, ja, sag ich mal, kann man auch als Waffe benutzen, aber auch zum Bauen. Und das hier auch eins von zwei neuen Bauwerken. Das heißt hier den Regensammler und das zweite ist hier die Stolperdrahtfalle. Das Baumenü hat sich ein bisschen verändert. Drei an für sich, drei neue Bauwerke, auch das Dach ganz vergessen hier. Und ein bisschen verändert hat sich's hier. Es gibt jetzt Fallen, wo auch die Hasenfalle drin ist und die Stolperdrahtfalle. Und wo war das hier nochmal? Irgendwo anders ist auch irgendwo anders, wo früher mal der Hasenkäfig war. Hier, genau. Da ist auch der Wasserauffangbehälter, der ist jetzt hier, wo die Hasenfalle, nicht der Käfig, sondern die Hasenfalle früher mal war. Ja. Ja, es regnet. Man kann jetzt auch tauchen, ja, mit dem Tauchgerät. Ihr wisst auch, wo ihr das Tauchgerät findet, inklusive auch dem Kochtopf. Ich denke mal, das war hier eine Schildkröte. Ja, die Stolperdrahtfallen, die lassen sich auch auslösen durch die Spielfigur und Tiere. Ja, wie üblich, die Fallen reagieren auf alles, was da hier läuft. Ne? Icons lassen sich jetzt auch ein bisschen entfernen. Das heißt, ja, das ist alles, was hier neu ist in The Forest in der Version 0.14. Ich sag mal, ich verabschiede mich auch. Das war die Axt im Walle. Ich sag danke fürs Zugucken und Grüße an alle. Tschüss.